Zu Gast bei uns heute Steffen Pfeiffer, zusammen beim Abendessen unterwegs. Hallo Mama, bin im Fernsehen. Ja. Mit meinem Sohn Jan. Meine Frau hat heute gekocht und Cem isst. Ja. Heute gibt es erst anatolische Hühnersuppe, ja, mittelanatolische Hühnersuppe mit dem Salat, Tzatziki. Und Köfte mit Kartoffeln. Steffen, guten Hunger. Danke. Stärke dich. Mhm. Und morgen geht's wieder weiter. Ja, morgen geht's dann weiter nach Köln. Okay. Ich freue mich. Meine Füße auch. Vor allem meine Füße mehr. Viele Grüße von meinen Füßen übrigens. Ja. Mhm. Guten Hunger. Dankeschön. Ich mach mal nebenbei jetzt hier die Kamera mit an, weil ich lasse es jetzt mal laufen. Ja, ja, das ist so, wie soll man es jetzt sagen, bevor wir da gleich mal ins Eingemachte gehen. Nuri Tirit, Erfolgscoach, Alpha-Phase, Braintune, Anti-Schnarcher. Den Bogen dabei auch gleichzeitig zu Braintune. Mir hat Braintune in einer Form geholfen, lieber Nuri, und das wollte ich gerade mal an der Stelle jetzt mal so loswerden. Ich habe ja zwei Stücke von dir genommen, ganz bewusst, einmal auf Theta, einmal auf Delta, und bin da von der Nordkap-Insel wirklich 4 Wochen lang konsequent mitgelaufen und hatte noch von Ryan Sheridan, dem einen britischen, irischen Folksänger, hatte ich von seiner neuesten CD auch noch 2 von den Liedern, die immer wieder promotet wurden. Das bedeutet, ich hatte hier gestern Morgen, ja, auf Theta und auf Delta, weil mir das unheimlich viel gegeben hat, dieses Sphärische. Wenn du da in der Tundra da oben bist, in dieser unwirklichen Gegend, da kannst du wirklich die Weite laufen lassen. Dann fährt mal ein schneller Bus an dir vorbei, aber du gehst ganz langsam und hast dabei Delta, Theta, du kommst dabei in Wachschlafphasen mit rein und hab danach immer Ryan Sheridan gehört. Ja. Jetzt ist es ja ein schneller irischer Folksänger, passt erstmal nicht. Man kann sich ja aber durchaus, ähnlich wie man Wasser ja programmieren kann, kann man sich ja selber auch programmieren. Richtig. Und das Thema war, ich brauchte irgendwann die Braintune nicht mehr. Sondern jedes Mal, wenn ich Ryan Sheridan gehört habe, das eine oder das andere Stück war entweder Theta oder Delta dran. Ja. Und zwar habe ich jetzt meine Musikstücke und laufe im Grunde genommen wirklich hier sehr gechillt, ja, sehr, sehr auf Thema, Person und so weiter fokussiert. Diesen langen Weg und dafür einfach danke für die Möglichkeit, dies gerne, tun zu dürfen, sehr gerne. Und auch die Möglichkeit, das jetzt heute hier so persönlich, ja, auch mit rübergeben zu dürfen. Ja. Ich habe mir wirklich dieses heute, gestern, morgen, ja, auf Theta, auf Delta angehört und bin dann wirklich fokussiert, nur noch mit dem Blick geradeaus, auf die Straße fokussiert. Es war nur noch ein Gedanke da. Gehen und die Linie. Ja. Gehen und die Linie. Ja. Vor allem, du läufst einen Weg wie ein Hochleistungssportler. Und wenn du dich aber dennoch innerlich so fokussieren und entspannen kannst, dass dein Herzschlag auf den Ruhepuls runtergeht und du läufst deine 60 Kilometer, ja, läufst sie wirklich wie eine Dampfmaschine, ja, ja, und hast einen Ruhepuls. Mhm. Mhm. Es ist surreal. Mhm. Und in dem Moment, wenn du das einmal erlebst, fängt das Wunder an. Dann siehst du Autos, die so 60, 70, 80, 90 fahren dürfen, ja. Du siehst die an dir vorbeigleiten. Das ist nicht wie ein Timeslip im, ja, Englischen, sondern wie ein Time Freeze. Ja. Es ist wie eine eingefrorene Zeitschiene. Ja. Es geht langsam und du bist noch langsamer. Merkst aber, dass du schnell gehst. Und wenn du diesen Time Freeze hinter dir hast, ja, in der Wahrnehmung, dann gehst du immer noch langsam und du nimmst die Autos als surreal gar nicht mehr wahr. Du hast plötzlich eine Verschiebung deiner eigenen Realitätswahrnehmung, dass du dir sagst, Mensch,
Wenn ich jetzt an dieses erweiterte Ich, von dem ja manche, nicht nur aus der ESO-Szene, sondern auch ein Robert Scheinfeld in seinem Buch Raus aus dem Geldspiel beschreibt, und Robert Scheinfeld ist nicht als ESO-Mensch bekannt, sondern als der Enkel dessen, der die Zeitarbeitsfirma Manpower gegründet hat, also ein Enkel von einem Milliardär. Ja. Und er hatte Zeit, sich damit zu beschäftigen, was ihm sein Großvater auch gesagt hat. Wenn du dich aber jetzt tatsächlich nicht als hier Endprodukt wahrnimmst, sondern einfach nur als verlängerten energetischen Arm, ja, da läuft in der Wahrnehmung so viel anders ab. Du kannst selber wie hypnotisiert und doch klar gehen. Richtig. Und das jetzt aufs Weitere genommen, weil mir das jetzt ja seit Wochen so auch bei normaler Musik so geht, nachdem ich die Braintune ja da reingehört habe und im Grunde genommen verinnerlicht habe über diese vier, fünf Wochen. Wie ich heute zum Beispiel hier von Wuppertal Richtung Remscheid hier gegangen bin, auf der Landstraße hier entlang der Wupper bis hoch zum Stausee. Ich habe es auch nochmal, nachdem wir da telefoniert hatten, bin ich einfach nochmal bewusst an dieses Braintune-Denken mit rangegangen und war sofort wieder auf Tether. Ja. Und die Autos sind wie hektisch an mir vorbeigefahren. Allein der Gedanke schon. Allein der Gedanke schon hat geholfen, die Autos sind an mir vorbeigefahren. Und nur... Und dann passierte das Wunder. Es war Geschäftsverkehr, es war Feierabendverkehr. Die Autos zogen vorbei. Ich nur einmal war auf der Kreuzung. Das Einzige, was noch passierte, war wie ein Transit. Es kam ein Auto raus, hat dem Fahrradfahrer ein Opa auf dem Rennrad fast runtergeschmissen. Der noch geschimpft. Ich so, ey, was denn los? Ja, ich fahre weiter, kam dann nur von hinten. Ich fahre weiter, ist keine normale Reaktion. In dem Moment nochmal. Also was dann passiert ist im Geschäftsverkehr? Die Straßen waren leer. Okay. In meiner Wahrnehmung waren die Straßen leer. When the night will come and the land is down and the moon will be over to the sea. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear just as long as you stand by me. Oh darling, stand by me. Oh, stand by me. Ignoriert bitte das Plakat links mit der NPD drauf. Won't you stand now? Stand by me. Stand by me.